Hallo und herzlich willkommen in der SF-Garage. Vor der Kamera wieder der Pummelju. Hinter der Kamera haben wir heute die Tessa. Ah, Sonnenschein. Oh, heute ganz schwieriges, weil das schwierig ist, eigentlich ein cooles Video auch. Wen mache ich damit auf jeden Fall glücklich? Meine Mama, mein Papa, meine Familie, mein Opa. Weil heute wird es nicht Opel, also nicht, dass ich was gegen Opel habe, aber heute wird es italienisch. Ich habe mal ein paar Daten. Hubraum in Kubik 1995. Erstzulassung 0796. 140 kW. Zugelassen mit 228 km/h. Hört sich auf jeden Fall ist es ein Diva, ne? Ein italienischer Diva. Sollen wir einfach zeigen? Ja. Zeigen wir. Ne? Eine Mini Ferrari. Eine Mini Ferrari. Ah, Fiat Coupé. 2 Liter, 16 V Turbo, 190 PS. Was soll ich sagen? Also, ich glaube, wie gesagt, meine Familie jubelt jetzt. Wow. Mein Opa hat Tränen gerührt, dass ich endlich meinen Italiener mache. Und es ist immer so schwer, ein bisschen anzufangen. Äußerlich natürlich, also typisch Italiener, ne? So immer auffallen. Ne? Bei dem Auto ist es so, ja, entweder du liebst es oder du hasst es. Ne? Entweder dir passt das Design oder nicht. Es gibt nichts dazwischen. Ne? Und ja, am Werk war Pininfarina, also kennt man einfach. Der hat viele außergewöhnliche Autos gemacht, viel für Ferrari auch designt, aber auch für deutsche Hersteller. Und er hat auch das Auto designt. Das ist auf jeden Fall mit viel zu kleinen Felgen. Also ich finde die Felgen gleich vorab. Ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm, oder? Oh, aber da haben wir schon für Abhilfe gesorgt. Und da gibt es einen Satz 16 Zoll. Das machen wir aber später. Ansonsten ein wunderschönes Auto. Wirklich. Cooles Teil. Wenn wir auch mal so reingucken. Also Design, muss ich einfach sagen, können die Italiener. Ich sag mal, wir Italiener. Ich bin ja eigentlich Italiener. Ich bin ein komischer Italiener, weil ich trinke kein Espresso und fahre Opel. Aber dafür mag ich Nudeln. Sieht man ja. Ja, wenn man so reinguckt, einfach ein schönes Auto. Leder. Wenn wir mal die Armaturen, wenn du mal da drauf bist. Soll ich dir Licht holen? Oder? Oh, ich gucke mal, es müsste passen. Holst du dir Licht? Es passt. Geht? Also die Armaturen, das sind ja auch die Italiener für bekannt, die sind einfach traumhaft. Ne? Wir haben hier Öltemperaturanzeige oben, dann kommt die Öldruckanzeige, km/h, Drehzahl, Tank, Wasser. Und einfach irgendwie, keine Ahnung, also irgendwie finde ich es cool. Ja, wenn es einem gefällt, wenn es dir gefällt. Wie gefällt es dir denn? Ja, ist okay, nicht meins, aber... Das ist immer so schön, wenn Frauen durch die Blume sagen so, das ist einfach scheiße, mir gefällt's nicht. So. Ich würde es mir jetzt nicht kaufen. Ja! So. Ah, ist das geil. So, machen wir mal hier auf. Boah. Die Haube wiegt auf fast gar nichts. Bisschen Gewichte heben, ne? Ja. Wie gesagt, 2 Liter 16 V Turbo. 190 PS. Der Motor ist nicht unbekannt, weil den gab es ja auch in verschiedenen anderen italienischen Autos, unter anderem. Oder das bekannteste Auto mit dem Motor ist natürlich der Lancia Delta Integrale. Ja. Damit haben sie auch die Rallye-Meisterschaften abgeräumt. Ne? Also, wenn man so mit einem Italo-Fan redet, dann sagen die immer, siebenfacher oder sechsfacher, ich weiß gar nicht wie oft, Rallye-Weltmeister der Motor. Immer stolz. Aber gut, kann man auch. Ne? So ein bisschen Geschichte, gerade Rallye-Geschichte finde ich immer geil und bringt den Motor ja mit sich. Ja. Was soll man zu sagen? Probleme haben sie leider auch. Die haben oft Probleme mit Haupt- und Bläulager. Ja. Kopfdichtung ist auch immer so eine Sache bei den Dingern. Ölpumpe. Ja. Sonst laufen sie. Ansonsten laufen wir. Das sehen wir ja gleich. Ne? Ja, man muss. Also es ist eine italienische Diva. Also der Motor ist einfach, das ist einfach eine Diva. Ne? Und wenn man sowas fährt, dann fährt man sowas mit viel Leidenschaft. Und man muss sie besonders pflegen. Also Zahnriemenintervall auf jeden Fall immer einhalten.
auf gutes Öl achten, ja. Und was auch noch wichtig ist, was ich vergessen zu haben, Nockenwellen härten lassen, ja. Die sind von Haus aus nicht so stabil ausgeliefert worden, die laufen dann ein, ja. Also wenn ihr so ein Auto kauft, guckt, dass ihr auf jeden Fall Haupt- und Pleuellager einmal macht, das ist wie ein Service, ja, bei den Autos, sage ich mal. Nockenwellen härten und gutes Öl und Zahnung halten, ja. So, und dann kann man eigentlich so ein Ding auch fahren. Und die fahren auch, glaube ich, nicht verkehrt. Ich meine, ich freue mich gleich. Ich bin schon lange kein mehr gefahren. Und meine Erinnerung dazu, meine Tante hatte mal einen Freund. Und das ist schon ein paar Tage her. Der hatte einen 20V Turbo. Das war ein recht aktuelles Auto damals. Und ich weiß, er hat mich mal mitgenommen. Und das Ding war wahnsinnig schnell. Also ich dachte, das ist ein Flugzeug damals. Und wie gesagt, es gibt verschiedene Motorisationen im Auto. Es gibt den vom 1.8er. 16V Sauger, dann gibt es, glaube ich, einen 2-Liter Sauger in dem Auto. Ja, und dann gibt es einen 2-Liter 16V Turbo und dann gibt es einen 2-Liter 20V Turbo. Das sind 15. Ne? Mega geil, weil Soundkulisse und dann Endstufe. Endstufe. Ne? Boah, die Haube ist echt schwer. Ja, wo man halt, wie gesagt, äußerlich ein bisschen drauf achten muss. Die Scheinwerfer werden schon mal gerne blind. Sieht man, ja, die fangen so gerade an. Die Linie ist echt schön. Und ja, ein bisschen Kleiderprobleme hat man. Und besonders hier diese Fassung hier. Das ist so ein typisches Problem. Das hat irgendwie, haben die Coupés mal öfters. Siehst du, das ist da echt schön und die haben es hässlich. Ja. Ansonsten, ja, was soll man sagen? Design ist irgendwie cool. Ne? Guck mal, Tankdeckel hier oben. Haben wir. Irgendwie schon cool. Doch, ich find's cool. Zeig dir mal ganz eben. Zeig GMW, das Auto. Ja, dich sehen wir ja immer ganz. Ja. Ja, was soll man sagen? Nur fahren? Würde ich sagen, oder? Mal gucken, wie das so fährt. Strahlende Sonne draußen. Passt. Ich bin gespannt auf den Carport, weißt du das? Let's go, oder? Let's go. Und, wie fühlst du dich? Ja, ganz gut. Bequem, die Ledersitze. Bequem. Ist du gut drin? Ja, doch, muss ich schon sagen. Achtung, Soundcheck. Hört man das? Ich weiß es nicht. Hört man es? Ich hoffe es. Also auf jeden Fall, ja, offenes Pop-Off-Ventil, ja. Ist, habe ich auch vorhin gesehen, ist verbaut. Ich finde, also ich weiß nicht warum, das hört sich so extrem immer an bei den italienischen Autos. Ja, auf jeden Fall hältst du irgendwie auf damit, ne? Also, einfach gucken, ob man es hört. Ja, jetzt hört man es nicht. Wir lassen gleich ein bisschen Druck aufbauen. Ja? So, wir haben jetzt, also ich hoffe, dass wir gleich mal eine kleine Stelle haben, wo wir vielleicht ein bisschen testen können, wie er läuft. Wir haben 90 Grad Öl. Ja, habt ihr nämlich schön warm laufen lassen. Und was dir jetzt schon auffällt, Vollgas, der kommt recht spät. Er kommt echt spät. Also, und er ist echt lahm. Ja. Ich dachte, ich habe ihn auf jeden Fall zu meinen, als ein kleiner Junge, okay, das waren 20 Jahre, aber der ist so ein bisschen träger jetzt, muss ich sagen. Habe ich nicht mit gerechnet. Ich meine, fährt gut, aber kommt spät und dann, ja, aber gut, Serie, kann man jetzt nicht viel erwarten, ne? Nicht ganz so leichtes Auto und nur 190 PS. Ne? Aber da gibt meiner mehr. 156. Was? Willst du das Rennen? Junge. Ach, nee, Mädel. So, komm ran. Dann zeige ich dir hier aber. Ah, ich lasse mich ja nicht lumpen von dir. Warte, jetzt haben wir hier ein bisschen frei. Mal gucken. So, der kommt erst spät. Ah, jetzt? Ah, doch. Ja. Ja, doch, jetzt zieht er aber gut. Das geht gut, ne? Ja. Das ist echt nicht verkehrt. Musste erstmal ein bisschen warm werden. Ja, ich musste mit ihm warm werden. So. Okay, der geht doch gut. Das haben wir schon mal geklärt. Willst du immer noch? Ha? Um Teller Spaghetti? Ich weiß, um Teller Spaghetti. Auto, also Autos. Ich würde nicht sagen. Aber das Auto fährt gut. Hätte ich nicht gedacht. Es ist kein großartiges Knarzen. Knarzen. Ja. Kein. Irgendwas ausgeschlagen und so. Der ist dreckig. Das stimmt. Ja.
Ich habe ihn übrigens vom Robert gekauft. Vom Robert? Vom Robert. Der hat ihn inseriert und dann kam dieses typische, der hatte irgendwann keine Lust mehr, weil sich ein paar immer drauf gemeldet haben und er war mit den Preisvorschlägen nicht so zufrieden. Und viele haben ihn einfach nur Lebenszeit gekostet. Dann war der irgendwann so sauer, dass er gesagt hat, ey, weißt du was, wenn du den haben willst, ne? Und kannst ein Video von machen, dann von mir aus verkauf ihn weiter. Kannst den haben, hat mir einen fairen Preis gemacht. Ja. Das heißt, wenn ihr ein Fiat Coupé braucht, meldet euch. Meldet euch, ihr könnt den jetzt kaufen. Ja? Und das, also wie gesagt, an dem Auto, der hat frisch TÜV oder frisch HU. Ja? Zahnriemen ist gemacht, Bremse ist gemacht, Lager, die sind recht frisch, Ölwechsel, also so wie ich jetzt, also wir müssen einmal sauber machen, das mache ich noch, ja, damit wir den einmal schön inserieren, aber ja, einsteigen, losfahren, ne, und einfach pflegen, weil ich glaube auch, also oder ich weiß, dass es für das Auto auch eine Szene gibt und die werden auch nicht weniger wert. Und mit Leder und so, also ist schon ein cooles Sonntagsauto, finde ich. Ach ja, aus zweiter Hand ist er. Und hat 170.000 gelaufen. Ja, hat auf jeden Fall ein paar Mäckchen. Also ein paar Lackfehler, aber. Das kann man ja ausbessern. Ja, finde ich persönlich auch nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Ne? Aber die Armaturen sind einfach. Ich meine, wir haben sie gerade gezeigt, aber das lächelt dich so schön an irgendwie. Ich gebe es nicht gerne zu, ich fühle mich wohl. Ja, das ist zwar kein Opel, aber ich fühle mich trotzdem gerade wohl. Einmal platzmäßig auch. Für mich, dicker Junge, ist das ja immer so eine Erhalle. Ja, ich habe einen Bauch. Für mich, dicker Junge, ist es ja immer so mit dem Platz. Ne? Aber ich muss sagen, ist alles. Also, ich habe auf jeden Fall Platz. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Doch. Ich habe auch Platz. Ich habe auch Platz, okay. Ich meine, bei dir, du hast doch 50 Kilo. Du hast gesagt, gut, ne? nein, aber ich, also hier alles so, das ist so komfortabel, ne? Komfortabel. Ja. Also es geht auf jeden Fall schlimmer. Ja. Ne? Und ich sitze auch gut, die Sitzhöhe ist gut, ich habe viel Platz. Also mal oben hin auch. Ja, und passt. Auto. Aber irgendwie macht das Spaß, weißt du das? Aber das ist mein Problem. Ich wäre auch, glaube ich, ein schlechter Drogendealer, weil ich verliebe mich immer in meine eigene Ware, weißt du? Und meine Mama ist schon richtig sauer. Ja? Wobei, bei dem Auto, glaube ich, finde sie das cool. Aber ich darf mich echt nicht in meine eigene Ware verlieben. Das ist mein Problem. Weil ich fahre jetzt damit und denke so, oh, wenn du den jetzt wegtust, wer weiß, wann du wieder so einen kriegst und ob du einen kriegst und also einfach diese typischen Fragen von einem Junge, der einfach nicht erwachsen wird. Verstehst du? So, zeigen wir mal. Wir zeigen ihn jetzt auf jeden Fall von außen. Du machst einen schönen Carporn unterm Baum, weil ich finde es irgendwie cool. Was sagst du? Oh ja, sieht man jetzt zwar gerade nicht gut, aber sieht schön aus. Gibst du dir Mühe? Gib mir Mühe. Okay. Let's go. Let's go. Let's go. Spaß beim Kappern? Ja. Mit vollem Körpereinsatz. Sieht aus, als ob du gerade aus dem Dschungel kommst hier in der Wildnis. Du lagst in der Wiese, hast dich gerollt. Ich wusste gar nicht, was du da vorhast. So, jetzt kurze Italienisch-Nachhilfestunde. Mhm. Ne? Also schönen Gruß an Marco, weil der findet es ja immer so lustig, wenn ich Italienisch spreche. Ich spreche jetzt das komplette Auto mal auf Italienisch aus. Findest du es gut oder meinst du? Ja. Also für alle, die es interessiert, Achtung, haltet euch fest. Fiat Coupé. 2016 Valvole Turbo. Also, ich habe nichts anderes gesagt als Fiat Coupé 2000, also ein 2 Liter 16V Turbo. Falls ihr mal ein Fiat Coupé haben wollt, ein bisschen polnisch, dass ihr Italienisch könnt, habt jetzt die Anfangswörter dafür, ja? Sieht man den jetzt ein bisschen besser von außen, ne? Oder was sagst du? Bitte?
Man sieht den ja von außen jetzt ein bisschen besser, oder? Weil ich habe vergessen, das Auto hat noch ein Bodykit von MS Design. Heckansatz, Seitenschweller, Frontansatz. Ja? Und diese Felgen machen mich wahnsinnig. Die machen mich einfach wahnsinnig. Die sehen aus wie 12 Zöller darunter. Also das müssen wir ändern. Das geht so nicht. Nee, nee, nee. Ja, das sieht wirklich cool aus. Aber irgendwie ist das Auto cool, oder? Oder immer noch so, ja, okay. Ja, was soll ich sagen, Julia? Ja, okay. Ist nicht jedermanns Geschmack. Das ist so wie, wenn sich einer nicht verliebt und du sagst, nee, lass lieber Freunde bleiben. Ich meine Franzosen, ja? Da hat auch nicht jeder Bock drauf. Mach gar keinen Fall. Ja, wie gesagt, ich finde es eigentlich, doch. Nee, irgendwie, komm, ich muss ja auch irgendwie, ich komme ja aus Italien, ja, also. Aber also die Haube ist echt riesig, ne, für so ein kleines Auto und auch mega schwer. Ich wollte euch nur noch mal zeigen, wir haben den Motor zwar schon mal gezeigt, aber dieses, was das macht, ich kann es sehr schlecht nachmachen, kommt natürlich von hier. Ja, das besagte Pop-Off-Ventil, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erklärt habe, ich mache es jetzt einfach noch mal. Das ist in der Ladeluftverrohrung, ja, und das ist eigentlich dafür da, also man muss sich das so vorstellen, wir geben Gas, auch mal, also oder Vollgas auf jeden Fall, boah, kommt der Turbo, wird der Turbo beansprucht, der Turbo dreht, und so ein Turbo dreht auch mal schnell 100.000 Umdrehungen die Minute. So, jetzt passiert Folgendes, wir geben Gas, Drosselklappe auf, Abgase treiben im Turbolader, Naddruck wird aufgebaut, Turbolader pumpt schön und dann mache ich, also gehe ich vom Gasabbruch und schalte. In dem Moment, wo du vom Gas gehst, macht die Drosselklappe zu. Aber der Turbo, der mit, sag ich mal, ungefähr 100.000 Umdrehungen die Minute, da am Schaufeln ist oder am Druck aufbauen ist, bremst ja nicht, sondern der dreht ja dann weiter. Und damit der Turbo nicht gegen die Luft arbeitet und dadurch Schäden bekommt, weil Drosselklappe zu, die Luft staut sich, sag ich mal, ja, und der Turbo arbeitet dagegen, ja, haben wir dieses Ventil, ja, so ein Pop-Off-Ventil. So, und in dem Moment, wo wir aber vom Gas gehen, sag ich mal, hier haben wir nur eine Unterdruckansteuerung, macht das auf und lässt den Überdruck raus. Ja, hat, oder soweit ich weiß, hat das eigentlich jedes Turbo-Auto serienmäßig, ja, aber es ist geschlossen. Deswegen hört man dieses Abblasen nicht so. Ja, ist im Straßenverkehr so auch nicht ganz erlaubt, muss ich noch dazu erwähnen. Bauen wir natürlich um. Ja, weil es ist ja überhaupt nicht cool und macht überhaupt keinen Spaß, das Ksch. Ne? Ja? So. Ich würde sagen, das war's für heute. Habe ich ein bisschen mit nach Italien bzw. ins Bergische Land oder Italien ins Bergische Land gebracht. Und ich freue mich aufs nächste Video. Mal gucken, was dann kommt. Ne? Ja, mal gucken. Ich verabschiede mich. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Ich hoffe, es ist sonnig und ihr könnt eure Schätzchen rausholen und dann vielleicht eine Runde drehen. Mhm. Vielen Dank für deine Arbeit, Atessa. Gerne. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank, dass ihr uns so supportet. Ich bin wirklich stolz drauf. Danke. Bis nächste Woche. Arrivederci. Ciao.